Promipi Drive nach der Sommerpause, hier am wunderschönen Zürichsee. Wir haben zwar nicht so wahnsinniges Wetter, aber sind dafür hier in einer wunderschönen Fischstube. Und jetzt wird es noch viel wunderschöner mit der Isabelle Meier, unsere neue Co-Moderatorin. Und da ist sie ja schon. Isabelle, hallo, du siehst wunderschön aus. Danke vielmals. Mit dir kommt doch gerade alles zum Leuchten. Ja, hoffen wir es doch. Du, wieso machst du jetzt bei uns mit, Promipi Drive? Ich habe Lust, zum möglichst viel neue Leute kennenlernen. Aha, das wollen alle. He? Wer denn am liebsten? Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen direkt. Das macht doch nichts. Ich habe natürlich alle, auf alle Lust. Wer hast du am meisten Lust? Also ich glaube, ich muss sagen, ich werde Winter. Das ist ein Spass-Komiker-Duo, gell? Genau, und mit denen hat es bestimmt einfach... Habe ich auch schon angefragt, haben bis jetzt auch gesagt, ich habe die Möglichkeit, mit der Isabelle Meier mitzumachen. Und wer zum Beispiel, welche Frau würdest du gerne mal interviewen? Ich habe früher als Kind immer viel in die Schweiz geschaut. Und darum finde ich halt so eine Melanie Weniger oder eine Christina Rigotti. Hast du selber auch schon als Miss Schweiz-Kandidatin mitgewirkt? Nein. Das mache ich nicht. Hä? Wieso nicht? Ja, ich glaube, das wäre nicht so gut für mich. Und wie läuft es bei Radio Zürichsee als Moderatorin? Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt vor 2 Minuten angefangen und jetzt schauen wir, dass das gut noch besser kommt. Genau. Ich glaube, wir können uns freuen, liebe, mit sehr liebe Promipi Drive Fans, weil mit der Isabelle Meier haben wir wirklich sehr wahrscheinlich einen 1000-fachen, 100%igen Hauptpunkt gemacht. Isabelle, wir freuen uns extrem, dass du mitmachen kannst. Wir sehen Isabelle bald wieder. Und bis dann alles Gute und bleiben dran, Promipi Drive mit Isabelle Meier und dem Eugen Baumgartner. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.